Hallo zusammen. Ja, ich habe viele andersrum gesagt. Wir haben mit vielen Leuten am Telefon gesprochen. Ich habe viele E-Mails bekommen. Ich habe viele Nachrichten in WhatsApp bekommen. Und sag mal, Julian, lass mal das Scheiße weg. Das ist nicht schön. Ihr seid alles Kollege und so weiter und so fort. Einfach lass mal weg. Haben wir gesehen. Die Leute, die wollen verstehen, verstehen sowieso. Die Leute, die wollen nicht verstehen, die verstehen nicht. Und das war's. So, deswegen, heute ist, ist Freitag. Wir haben noch 3 Tage. So, wir arbeiten noch bis Mittwoch. Dann wir haben 5 Tage frei, so ich nehme inklusive Montag. Es ist halb Feiertag, halb nicht, ich weiß nicht. Manchmal, manche Bundesländer nehmen Feiertag, manche nicht. Dieser grüne Donnerstag da, ich nehme frei. Ja, ich glaube, sieht man hier hinter mir alle die Wohnmobile. Ich zeige euch auch in Werkstatt, was wir haben. Und wie gesagt, das ist ein Freitag. Aber gut. Florin ist zurück von Urlaub gekommen. Wir sind jetzt zu 5. In Werkstatt ist kein Problem. Das schaffen wir. Deswegen, ich möchte gerne durch diesen Film einfach sagen, wir lassen alles weg. Wie habe ich in einem anderen Film gesagt, so, jeder soll für sich selbst gucken und nicht links und rechts oder was mein Nachbar macht und so weiter. Ja, kommt jetzt, nächste Woche ist Ostern, so wir müssen besser und mit Liebe sein. Ja, nicht mit diese, guck mal, was der gemacht hat, ist so nicht so, das ist verboten, das und das und das. Lass mal die Leute selbst zu entscheiden. Tja, was soll ich euch noch sagen? Das war's. Mit dem Thema Gas habe ich noch viel zu sagen. Aber das machen wir in einem anderen Film. Weil da ist irgendwo durcheinander. Gibt es kein richtiges Gesetz. Ein Verband sagt so, ein Professor sagt so, Dekra will so nicht und so weiter und so fort. Deswegen mit dem Gas, ich werde mit einem anderen Film kommen. Ja, das war's. So, wie gesagt, nicht vergessen, ab nächste Woche, wir sind Mittwoch noch hier und dann und dann kommen wir dann Dienstag fangen wir an nach dem Ostern. So 5 Tage nehmen wir frei, komplett zu Mönchengladbach und auch in Bruchberg bei Landshut ist es genau so. Deswegen durch diesen Film, ich möchte gerne euch sagen, wer Probleme zwischen dieser Zeit hat oder uns anruft und so, einfach eine Nachricht lassen oder E-Mail schreiben und wir kümmern uns über diese Probleme, wenn wir zurückkommen. Dann gehen wir in die Werkstatt und schauen wir. Hi Wally. Wally arbeitet hier. Und zwar, wir haben eine Gasflasche mit Selbstbefüll. Ja, sieht man, dass dieses Loch ist ein bisschen kleiner. Also du kannst nicht beide Flaschen raus. Du musst erstmal die raus und dann die. Und der Kunde hat entschieden, hier machst du mir eine feste. Und hier bin ich flexibel, kann ich die raus, Spanien, keine Ahnung, und so weiter. Jetzt hat Wally ist fertig, der Kunde hat schon getankt. Und jetzt mache ich der TÜV, der Gasprüfung hier. Also ich habe einfach die Pumpe, mal sehen, ob er verliert. Bis jetzt ist alles okay. Hier haben wir noch Lithium und Solar angebaut. Dann gehen wir zum nächsten Kunde. Hier ist Alex. Hi Alex. Hallo.
Hier bauen wir eine Max-Van. Der Max-Van ist schon angebaut mit DC-DC-Wandler. Ja, kennen wir auch. War auch ein Thema letztes Jahr. Für die Kunden, die so etwas haben wollen, ich mache das, kein Problem. Selbst habe ich noch ein Auto da, ich zeige euch. Hier baue ich direkt den Max-Fan mit DC-DC und der andere hat schon einen Max-Fan und heute bekommt eine DC-DC auch. Gut, und hier bauen wir noch Lithium-Batterie, Wechselrichter, Solar hat er schon und einen Booster. Dann gehen wir weiter. Hier auf dem Chasson haben wir 400 Lithium eingebaut. Schauen wir auf den anderen Sitz. 400 Lithium, ein zusätzliches Ladegerät, Solar, eine LTE-Antenne und was haben wir noch? Und ein Fernseher, ja. Das hier ist die Mobilwetter, die habe ich euch gesagt, dass der Kunde will, der hat schon den Max-Fan, so der Max-Fan ist schon eingebaut, der bekommt viele, viele andere. Hier ist Florin beschäftigt und das ist der DC-DC-Wandler, wird hier eingebaut. Dann, was bekommt dieses Auto? Ich sage euch, ich habe hier der Plan. Wie gesagt, er bekommt viele Sachen. Und zwar, lass mich kurz gucken, 480 Lithium-Batterie, dann 2000 Wechselrichter. Wo sind wir? Heute ist Donnerstag. Das habe ich nur vom Kopf, deswegen ich suche noch ihn. Ja. Irgendwo finde ich den nicht. So, das ist mit das. Also, genau hier. Votronic 50 Ampere Ladebooster. Wie gesagt, 480 Lithium-Batterie. Dann er will der Radio. Statt über die Starterbatterie auf dem Aufbaubatterie, jetzt bekommt er eine große Batteriebank. Mit einem Kippschalter will er ab und zu, wenn er will, an, aus, kann er machen. Dann bekommt er noch eine 2000er Wechselrichter, bekommt er ein paar USB-Steckdose. Er hat schon eine LTE-Antenne und er will der Router versorgen, da bauen wir USB und dann diese DC-DC-Wandler und ein paar 230 Steckdose. So, das ist die Mobilwetter hier. Dann hier haben wir eine Chasson Premium und der bekommt auch richtig Power. Und zwar schauen wir kurz drin. So kann ich euch sagen. So, der bekommt der 3000er Multiplus von Victron. Der wird hier unter dem Beifahrersitz gebracht. Wahrscheinlich später zeige ich euch der fertige Einbau. Dann bekommt er eine Votronic 50 Ampere. Der ist schon vorbereitet hier. Dann bekommt er eine 300er Lithium Batterie. Mache ich ein bisschen hier unter dem Sitzbank ist schon da. Dann bekommt er eine Shunt. Dann bekommt er eine Servo. Hier wird der Servo, so der kleine, der 5, ist ungefähr wie diese Hauptpanel. Kommt hier auf dem Seite. Was bekommt er noch? Eine Klesana. Eine Klesana, die eigentlich bei diesem Fahrzeug ist es die gleiche Fahrzeug, wie ich gehabt habe, diese Kamen. Und habe ich damals Probleme. Das ist ein, muss eine Klesana mit L-Form. Ich zeige euch nach der Montage, wie wir machen. Ich habe eine andere Lösung jetzt. Wenn du mit L-Form machst, dann hast du das Problem, dass der Klesana, der Deckel trifft da oben in diese Waschbecken und dann kann man nicht richtig benutzen. So, statt mit L-Form hier, ich werde dieses Loch, wo die Kassette reinkommt, zumachen und dann Klesana, ich werde mit
Rundsockel einbauen und die kommt einfach ein bisschen zu seitlich hier. Ja, ein bisschen, guck mal, wie viel Platz haben wir hier. Und dann kann man auch richtig die Deckel öffnen. Das, wenn die fertig ist, ich zeige euch die komplette Ergebnis. Dann kommt Solar, ja. Der hier hat eine große Lichtmaschine. Ich glaube 210 oder 240, ich muss noch mal gucken. Der hat schon eine Booster hier unter diese Sitz. Das ist der Kabelsalat von direkt aus Werk. Eine ist Ladegerät und eine ist Booster, 40 Ampere. Aber jetzt bauen wir noch eine. Habe ich auch gehabt bei mir. Eine vom WCS, ein Booster 60 Ampere und eine vom Votronic 30. Habe ich auch damals 90. Der bekommt auch 90, aber einmal 50, einmal 40. Ich werde trotzdem der neue Booster durch einen Kippschalter, ich mache der D-Plus durch einen Kippschalter, der kann ab und zu abschalten. Wenn er sieht, dass die Batterie fast voll sind oder sagen wir so 60-70% und er soll noch 4-5 Stunden fahren, kann er locker eine Booster ausmachen, die andere 40 reicht. Oder wahrscheinlich scheint die Sonne oder keine Ahnung. Durch diese Abschaltung von Booster, er belastet nicht so stark die Lichtmaschine, bedeutet weniger, ist umweltfreundlich und weniger Verbrauch für sein Auto und so weiter und so fort. So, dann gibt es etwas, der habe ich vergessen? Wahrscheinlich nicht. Ladegerät, wir lassen da. Das ist ein anderes Thema, das ich möchte mit euch sprechen. Für die, die bekommen eine Kombi vom WCS, eine Multi von Victron, eine, was weiß ich, wie heißt der, von Büttner und so weiter. Da, wo der Strom fließt, immer durch der Wechselrichtung. Nee, falsch. Da, wo du ein Ladegerät drin hast, dann muss ein zusätzliches Ladegerät da bleiben. In diesem Fall diese Ladegerät. Aber wie gesagt, ich werde eine neue Film über das Thema machen. Weil in dem Fall, dass du ohne Batterie bleibst, kannst du nicht mehr laden, auch wenn du am Landstrom bist. Ich erkläre euch in einem anderen Film. Leute, das war's. Ich werde bestimmt noch einen Film machen oder mehrere, auch wahrscheinlich so kürze und kleinere, bis wir wegfahren, weil ich fahre diese 5 Tage weg, irgendwo Schwarzwald, keine Ahnung, ich werde gucken, aber so geplant ist. Ich werde noch ein paar Filme machen, ich werde diese Zeit die online machen, auch wenn wir nicht hier sind, so bleibt dran, kommt mehrere Informationen für euch, mehrere schöne Projekte, was wir hier haben. Und ja, für die, die zu uns kommen wollen, wir sehen uns nach dem Ostern, wie gesagt, ich glaube, zweite oder dritte fangen wir wieder an. In diesem Sinne, ich sage tschüss, bleibt gesund. Wir sind in Mönchengladbach, wie immer, und in Bruchberg bei Landshut. Julian sagt tschüss, bis dann. Und schöne Ostern, aber ich werde euch noch in meinem nächsten Film sagen. Macht gut, ciao.